Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder auf dem Videopack und es ist Zeit für Frogge von Parker mit dem Starkiller und dem Mr. Wayne 1974. So, das ist übrigens der Frosch. Das Grüne übrigens, gell? Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist der See? Hier. Die Version hat tatsächlich zwei Screens. Ja, das ist die Luxusversion von dem Spiel. Und aua, das war die Wand. Das tut weh. Die Version ist wirklich genial. Das ist auch Megapflicht. Aber findet man, glaube ich, mittlerweile auch chancenlos, glaube ich. Ist nicht ganz so einfach. Ich habe tatsächlich die 4 Module, die es vom Parker gibt, habe ich. Aber das war auch eine Scheißarbeit, die zusammenzukriegen. Das glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, ob's Frogger das schwerste war oder... Ihr werdet sie alle noch sehen. Es gibt auch ein Parker-Spiel, was seltsam ist. Ich sage mal, da gibt es Versionen, die besser sind, aber Frogger ist richtig gut. War das, ich hoffe, das war die Fliege und nicht ein Krokodil. Aber da der Leben geblieben ist, denke ich mal, war es das Richtige. Vermute ich jetzt einfach mal. Da ist eine Fliege. Ja. Wo springst du denn hin? Da war auch kein Floß. Ja, hättest du eins früher springen müssen. Ja, wollte ich aber nicht. Du wolltest einfach ins Wasser gehen. Du weißt ja, dass Frösche nicht schwimmen können. Ja, das wissen vielleicht viele gar nicht. Genauso wie laut der RTL auch Gamer. Na, die waschen sich ja nicht. Schwimmen mögen sie ja können, aber... aber nicht im Wasser. Aber mit der Hygiene haben die Schwierigkeiten. Frag doch mal das Model von der Gamescom. Die übrigens, das ist auch so eine Geschichte, irgendwie diesen Gag bereut hat, weil natürlich in der Zeitalter der Facebook-Generation hat man die dann auch gefunden, die, ich sag mal, was weiß ich, da für ihre, was weiß ich, 500 Schleifen oder so gekriegt hat. Die hat dann ihre Facebook-Seite dann auch deaktiviert und ich glaube, sie ist auch nie wieder online gegangen. Warum wohl, du blöde Nuss? Ja, woran könnte es liegen? Ja. Also ich weiß es nicht. Deswegen, wissen ja Leute, dass ich hier auch so Fernsehkritik TV und Ferngesehen und sowas gucke und auch da ja fernsehkritisch ja auch selber bin. Da gibt es also auch Leute, die extra für solche Sachen gecastet werden, für solche Interviews. Und witzigerweise, das macht auch ARD und ZDF. Das sind die gleichen Leute, die sonst bei den Privaten siehst, sind da auch als, was weiß ich, Peter Schmitz von der Straße. Ja. Nur damit man das weiß, das sind die gleichen Produktionsfirmen. Das heißt, das ist ein Grundi TV. Hör mal, die haben ruckzuck gemacht. Und hopp oder top. Ja, ach, waren gute Zeiten noch. Es gab aber auch schlechte Zeiten. Ja, die gab's auch. Aber legendärer Satz, den, ich weiß nicht, ob Leute das noch kennen. Anderes Wort für ja, nein. Wenn einer wissen will, ja, es war falsch. Wir haben 100 Leute gefragt, ein anderes Wort für ja. Wie viele haben nein gesagt? Ja. 95. kann ich dir sagen. Kann ich dir sagen. Das wird mit Sicherheit passieren. Aber ich glaube, ihr seht schon, die Version ist echt geil. Und die spielt sie auch wirklich absolut top. Also das ist, glaube ich, auch etwas... Ja, was mache ich denn da? Und hat sogar ein Gesicht. Ja. Wie die ein oder andere leckere Wurst. Alter, was mache ich denn hier? Du lässt dich überfahren. Was machst du da? Ich kann halt nicht mehr. Ich merk's. Über den Sound brauchen wir ein bisschen nachdenken, der ist vielleicht nicht ganz so gut. Aber gut, die Videopackkiste war auch nicht legendär für sowas. Aber trotzdem, ich glaube, da stimmst du mir zu. Frogger ist ein Must-Have, wenn man die Chance dazu hat. 15 Daumen nach oben auf jeden Fall. Also das kann echt was. Also das ist eine der absolut stärksten Versionen. Es gibt Frogger eigentlich auf jeder Kiste und es gibt eigentlich auch kaum eine schlechte. Wobei, es gibt natürlich auch Frogger mittlerweile als 3D-Game, Adventures, Plattformer und... Oh. Das kannst du wieder vergessen. Ich denke mal, die Tiger Gamecom-Version wird ja auch zum Weglaufen sein. Nee, die ist gut. Die ist gut? Also, was heißt gut? Für den Dreck da halt. Für die Verhältnisse des Gerätes ist es passabel, oder wie? Nee, also ich glaube, es ist wirklich eins der besten Games für die Kiste. Okay.
Jetzt merkst du hier langsam, vergiss nicht, der Tiger Gamecom ist ein System, wo man selbst Robotron und Centipede in den Sand setzt. Eben. Nee, aber deshalb Frogger... Deshalb bin ich bei Frogger auch sehr skeptisch. Aber Frogger ging. Ging das, na gut. Ja. Also kann ich dir geben, kannst du machen. Kannst du zocken. Endlos. Danke, nein. Danke, nein. Schreibt jetzt in die Kommentare, ihr wollt von ihm Resident Evil auf dem Tiger Gamecom sehen. Dann schicke ich einfach nur einen Link rüber zum Video von Mr. Venom. Ja, der Herr Retro Game Lord will ja eine LP davon. Das ist auch ganz harter, glaube ich. Lieber Herr Retro Game Lord, bist du wahnsinnig? Hey, der ist auf YouTube. Reicht das nicht? Stimmt, habe ich vergessen. Bin ich ja auch. Also, ganz ehrlich. Warum machen wir das hier? Weil, ganz ehrlich, wenn du in der Klapse bist, das Einzige, was das ist Bandbreite. Richtig. Und eine weiße Jacke. Deswegen spielen wir auch diese Retro-Sachen, weil wir können uns nicht mehr so bewegen. Eben. Ja, an meiner Seite der großartige Starkiller. Ich bin euer Mr. Wende 1974. Das ist Frogger auf dem Videopack. Geiles Ding. Wirklich geiles Ding. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.